I'm Larry Livingston of the DuPont Company. This story is about a new plastic material trademarked Teflon. Teflon. You've heard of Teflon. The miracle non-stick finish made by DuPont. Stell dir vor, jemand erfindet ein synthetisches Material, das Wasser, Hitze, Fett und Chemikalien abweisend ist. Würde es dein Leben nicht um vieles erleichtern? Kochen ohne lästiges Anhaften und einfache Reinigung deiner Töpfe? Ein Traum. Dein Auto nur noch einmal monatlich zur Waschanlage fahren zu müssen anstelle von einmal wöchentlich? Ein Traum. Klamotten, die keine Schmutzpartikel aufnehmen und somit länger strahlend und sauber bleiben? Ein Traum. Ob in deiner Kleidung oder deiner Küche. Du hast es zu Hause und weißt es nicht einmal. Jeden Tag bist du diesem Material ausgesetzt, ohne zu wissen, welche Auswirkungen dies hat. Wir sprechen von Teflon, das durch seine einzigartigen Eigenschaften in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird und deine Lebensart komplett verändert hat. Doch was, wenn dein Traum zum Albtraum wird? Heutzutage wird jedes Baby mit Teflon-Chemikalien im Blut geboren. Auch deins. Laut einer alarmierenden Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung, bei der 101 Kindern Blut entnommen wurde, zeigte sich ein negativer Zusammenhang zwischen dem Immunsystem und den Teflon-Chemikalien. Wusstest du, dass du selbst Teflon im Blut hast und du gar nichts dagegen tun kannst? Nein. Messungen der allgemeinen Bevölkerung haben ergeben, dass jede getestete Person mit Teflon-Substanzen belastet ist. C8, PFOA oder PFOS sind Kürzel für eine hochgiftige Substanz, die von zwei Unternehmen in den 1930er Jahren entdeckt und vertrieben wurde und unter anderem auch in Teflon zu finden ist. Die Entdecker wussten nachweislich, wie gefährlich diese Substanz wirklich war. In ihren eigenen Tierversuchsstudien sahen sie Ratten sterben, Hunde sterben, Affen sterben. Sie wussten, dass es auch Menschen töten würde und haben es trotzdem hergestellt und verbreitet. Die Sprache ist von 3M und DuPont, die Erfinder und Vertreiber von PFOA, die wissentlich die gesamte Menschheit vergiftet haben und bis heute einfach weitermachen. Wir waren uns damals nicht darüber bewusst, aber die Beweise zeigen, dass beide Unternehmen bis zum Hals in der Schuld stecken. Die Frage ist, wie konnte alles so weit kommen? Wie konnten wir alle nachweislich vergiftet werden, ohne dass wir uns darüber im Klaren waren? Um das zu verstehen, gehen wir in die 1900er Jahre zurück, zu der Entstehung einer kleinen Pulvermühle, die später zum globalen Chemiekonzern wurde. Aber bevor wir dich mit zurück in die 1900er Jahre nehmen, kannst du uns mit einem Abo für unseren Kanal helfen, dir die geheimen Machenschaften unserer Zeit auch weiterhin vor Augen zu führen. Bist du bereit, die schreckliche Wahrheit über den größten Vergiftungsskandal der Menschheitsgeschichte zu erfahren? Dann tauche mit uns ein in die düstere Vergangenheit der Chemikalienwelt, ihre Verschleierungstaktik und ihre skandalöse Faktenverleugnung. Wir schreiben das Jahr 1802. Du befindest dich in Delaware, einem US-Bundesstaat. Du besitzt eine kleine Waffenpulvermühle, die Mitte des 19. Jahrhunderts zu dem größten Waffenpulverlieferanten des amerikanischen Militärs herangewachsen war. Da es dir umsatztechnisch gut geht, kaufst du alle Waffenpulverhersteller auf. Du hast viel investiert, aber du ahnst, dass es ein lukratives Geschäft werden wird. Wir sprechen von Eleuther Irénée Dupont de Nemours, welche der Gründer der heute weltweit bekannten Firma Dupont war. Dein Traum scheint sich zu erfüllen. Doch dein steigender Umsatz und deine Aggressivität auf dem Waffenpulvermarkt sollte nicht unerkannt bleiben. Und so hatte die amerikanische Regierung ein Auge auf deine Aktivitäten geworfen.
Da ihr dein Erfolg missfällt, fordert sie dich auf zu desinvestieren, was den Verkauf deiner längerfristigen Vermögensgegenstände bedeutet. Damit hast du die Kontrolle über das Waffenpulvergeschäft verloren und musst nach einer anderen lukrativen Geschäftsidee Ausschau halten. Da du durch die Herstellung von Waffenpulver bereits Ahnung von Chemikalien hast, entwickelst du dich kurzerhand zu einem Chemieunternehmen. 1938 kommt dein Durchbruch. Einer deiner Chemiker, Roy Plunkett, erfindet eine chemische Substanz, C8 oder auch PFOA genannt, uns allen als Teflon bekannt. Es ist ein Beschichtungsmittel, das zu seinen Anfängen für Schleifpapier in der Automobilindustrie verwendet wird. Warum? PFOA ist aus chemischen Stoffen zusammengesetzt, die Wasser- und hitzeabweisend sind. Es gibt nur einen Haken. 1940 wurde die Produktion von Teflon zu teuer und du musstest dich nach bezahlbaren Alternativen umsehen. An diesem Punkt der Geschichte kommt 3M ins Spiel. Aber wer ist 3M und wie steht es in Verbindung mit DuPont? 3M ist ein amerikanisches Unternehmen, das 1902 in Minnesota gegründet worden war. Sie stellen Produkte her, die aus Fließstoff, uns mehr bekannt als Polyester und Coatings, produziert werden. Benötigst du Beispiele? Hier sind einige davon. Es wäre einfacher aufzuzählen, in welchen Produkten keine PFOA-Substanzen enthalten sind, denn mittlerweile gibt es mehr als 55.000 davon auf dem Markt. Was hat aber nun 3M mit DuPont zu tun? Ganz einfach. Der Hersteller 3M lieferte das gesundheitsschädliche PFOA jahrzehntelang an DuPont, welcher es ohne Scham und schlechtes Gewissen an uns vertreiben sollte. Um die Ausmaße dieser Massenproduktion zu verstehen, müssen wir dir sagen, dass PFOA weder in der Umwelt noch im menschlichen Blut abbaubar ist. Aus diesem Grund wird es auch Ewigkeitschemikalie genannt. Für dich als Chemikalienunternehmen DuPont läuft es also gut. Du hast endlich einen Lieferanten gefunden, der dir die Materialien in Massen zuliefern kann, ohne nachzufragen, ob dies moralisch tragbar ist oder was du genau damit machst. Aber wusstest du eigentlich, dass PFOA hochgiftig ist? Klar, obwohl die Regierung es als eine nicht gefährliche Substanz vermerkt hatte, wusstest du, dass es potenziell toxisch ist. Doch dazu kommen wir noch. Da du nun damit rechnen musst, dass dein teuflisches Geschäft entdeckt wird, schmiedest du einen Plan. Du erteilst deinen Mitarbeitern offiziell die Anweisung, die Produktionsreste einzuäschern oder im Sondermüll zu entsorgen, damit sie nicht argwöhnisch werden. Schließlich möchtest du allen zeigen, dass du ein verantwortungsvoller Mensch bist. Wenn nachts alle schlafen, gehst du und wirfst die Sondermüllreste persönlich ins Wasser, um Kosten zu sparen. Dein Plan geht auf. Doch deinen Sondermüll entsorgst du nicht nur im Fluss, sondern auch auf ungenutzten Landflächen. Du denkst dir, hey, was soll's, hier lebt keiner und ich spare mir die teuren Entsorgungskosten. Und hier beginnt dein moralischer Verfall. Für über 20 Jahre entsorgst du deinen hochgiftigen Müll in brachliegenden Gegenden, mit der Hoffnung, dass niemals jemand etwas herausfinden würde. Aber das PFOA verteilt sich so schnell, dass es nach ein paar Jahren bereits ins Grundwasser von Parkersburg und seiner Umgebung gelangte. Hier fängt deine Geschichte an aufzufliegen, denn dein Hauptlieferant wird argwöhnisch und hinterfragt deine Art der Müllentsorgung. Er beginnt eigenhändig Forschungen und Studien an PFOA anzustellen. Und nicht nur 3M-Wissenschaftler beschäftigen sich nach deinem Geschmack zu ausführlich mit dem Gift. Ein Bauer namens Wilbur Tennant wird dir ebenfalls lästig. Du kennst den Mann nicht, aber du weißt, dass er das Land neben deiner illegalen Mülldeponie besitzt. Die Bilder, die sich ihm eines Tages bieten, sind erschütternd, beängstigend und grauenvoll zugleich. Bereits 20 Jahre nach der Massenproduktion, nämlich 1961, geriet DuPont unter derartigen Druck, dass auch sie begannen, Tierversuchsstudien auszuführen.
Erinnern wir uns noch einmal an die Frage, ob DuPont und 3M nachweislich wussten, dass BFOA eine toxische Substanz ist. Deine Wissenschaftler beginnen nun also mit den Tierversuchen. Und was sie herausfinden, gleicht einem Massaker. Sie testen an Ratten, Hunden und Affen. Und nicht ein einziges der Tiere überlebt den Versuch. Aber sie sterben nicht nur, sondern weisen vor ihrem Tod katastrophale gesundheitliche Schäden auf, wie zum Beispiel Lebervergrößerungen und Tumore. Für dich ist es zwar schockierend und dir wird klar, dass es bei deinen Mitmenschen die gleichen Auswirkungen hat, aber du siehst nicht ein, warum du auf deinen Millionenumsatz verzichten solltest. Da du kein offenes Ohr für die Warnungen deiner Forscher hast, beginnen diese, sich selbst an BFOA zu testen. Auch hier ein grausames Ergebnis. Alle haben die chemische Substanz bereits in ihrem Blut. Dir leuchtet ein, dass es eine Frage der Zeit ist, bis deine schmutzigen Machenschaften ans Licht kommen. Und so beginnst du misstrauisch und vorsichtig zu werden. Du zapfst die Telefone deiner Mitarbeiter an und lässt sie beobachten, um sie im Notfall als Mitwisser erpressen zu können. Auch 3M hat keine guten Neuigkeiten zu verzeichnen. 1966 zeigt eine von ihnen durchgeführte Versuchsreihe an Mäusen, dass BFOA eine extrem hohe und akute orale Toxizität hat. Was das bedeutet, ist ebenso klar wie auch grauenvoll, besonders wenn wir an das verseuchte Grundwasser und das Teflon-beschichtete Kochgeschirr denken. Du glaubst, das war schon alles? Dann müssen wir dich leider enttäuschen. Es wird noch schlimmer. 1981 stellen deine Wissenschaftler Geburtsfehler bei Ratten fest, die dem BFOA ausgesetzt worden waren. Verstümmelungen, Tumore und angefressene Organe sind nur ein Ausschnitt aus dem, was die Forscher entdecken. Da sich die Schlinge um deinen Hals langsam enger zieht, reagierst du und entfernst schwangere Mitarbeiter vom direkten Kontakt zu Teflon und lässt sie beobachten. Doch sie waren bereits mit BFOA in Verbindung gekommen. Und so ist das Ausmaß erst eindeutig erkennbar, als 2 von 7 geborenen Babys Geburtsfehler hatten. Es ist nun an der Zeit, sich aus dem giftigen Geschäft zurückzuziehen, findest du nicht? Nein, du hast so viel Macht und Umsatz erlangt, du möchtest weitermachen. Und außerdem war es ja nicht mal die Hälfte der Babys, die mit Missbildungen geboren worden waren. 1984 dann ein weiterer Schlag. Forscher finden heraus, dass BFOA auch beim Verbrennungshergang der Herstellung hochgiftig ist und Luft und Wasser stark verschmutzt. Trotz einer wissenschaftlichen Studie, die du selbst bereits 1970 durchgeführt hattest und die deutlich machte, dass die Substanz bei Inhalation toxisch ist, verleugnest du auch diesmal die Wahrheit. 1990 ist deine Firma 1 Milliarde Dollar wert. Du hast es geschafft. Dass du dabei über Leichen gehen musstest, dafür sollte die Nachwelt Verständnis aufbringen. Schließlich hast du ihr durch deine Produkte ein einfacheres Leben beschert. Die Teflon-Verkäufe stiegen außerdem weiter an. Die Menschen wollen dieses Zeug, also müssen sie auch den Preis dafür bezahlen. Richtig? Jahrzehnte vergingen. Und die Nebenwirkungen begannen sich zu zeigen. Bei 3M erhöhten sich die Zahlen krebskranker Mitarbeiter und dein Hersteller warnt dich ein weiteres Mal vor den Auswirkungen des BFOAs. Aber warum hatte dieser die Herstellung der hochgiftigen Substanz nicht einfach eingestellt? Nun, Geld regiert die Welt und auch 3M verdiente sich ein goldenes Näschen an der Chemikalie. Zurück zu dem Mann, der einer deiner größten Feinde werden sollte. Es ist ein sonniger Tag in den 90er Jahren. Bauer Wilbert Tennant zieht seine Arbeitskleidung an und fährt auf seine Weiden. Dort möchte er seine Tiere füttern und die Zäune kontrollieren. Als er heute dort ankommt, erwartet ihn erneut ein grauenvoller Anblick. Er findet 2 tote Kühe auf der Kuhweide. Am Waldrand daneben findet er 2 Rehkadaver. Allen Tieren läuft Blut aus der Nase. Innerhalb der letzten Monate starben 153 seiner insgesamt 600 Kühe. Die Symptome? Immer dieselben. Nasenbluten, Krankheiten und verletzte Organe. Das Nachbarland gehört seinem Bruder. Es lag viele Jahre brach und verlassen da.
Flussaufwärts liegt der Sitz des Unternehmens DuPont, ein riesiger Chemiegigant, wie Tennant weiß. Er beginnt eins und eins zusammenzuzählen und fasst den Entschluss, der Sache auf den Grund zu gehen. Er fährt zu DuPont, um dich mit seinen schrecklichen Vermutungen zu konfrontieren. Doch du gibst einem deiner Mitarbeiter den Auftrag, ihn an der Tür abzuwimmeln und die Sache zu verleugnen. Tennant fährt in die Stadt und versucht verzweifelt, die Stadtansässigen auf seinen Verdacht aufmerksam zu machen. Aber weder Polizei noch Ärzte schenken ihm Gehör. Der Bauer hat nur einen Ausweg und so sucht er Hilfe bei einem Anwalt namens Rob Billett. Ausgerechnet dieser hatte bis dato seine Karriere damit verbracht, Firmen und Unternehmen wie DuPont und 3M zu repräsentieren. Er zögert, doch Tennant kennt Billets Großmutter und so nimmt er den Fall schließlich an. Tennant übergibt ihm das Videomaterial seiner toten Tiere und bei genauerem Hinsehen entdeckt der Anwalt ein Rohr mit dem Schriftzug DuPont, welches genau in den Fluss führt. Also schleppen Tennant und Billett dich und dein Unternehmen vor Gericht. Dir erscheint es unwirklich, dass ein kleiner Bauer den Mut hat, dich als Chemiegiganten auf die Anklagebank zu zerren. Du tust, was du tun musst, leugnest die Toxizität deines Mülls und schiebst dem Bauern die Schuld zu. Er habe sich nicht ordentlich um seine Tiere gekümmert und das wäre der Grund für die verstümmelten Tierkadaver, die er jahrelang auf seiner Weide gefunden hat. Das Gericht hält deine Schuldzuweisung für wahrheitsgetreu und du gewinnst den Rechtsstreit. Doch Billett gibt nicht auf. Er fordert gerichtlich mehr Informationen an, worauf du ihm 110.000 unorganisierte DIN A4-Seiten in einer Box schickst, die er sich gerne selbst sortieren darf. Du rechnest damit, dass ihm die Arbeit zu umständlich ist und er endlich von deinem Unternehmen ablässt. Aber der Anwalt hat Lunte gerochen. Heute sagt er: Es wurde klar, was hier los ist. Sie wussten für lange Zeit, dass das Zeug schlecht ist. Zur selben Zeit hat deine Herstellerfirma 3M eine weitere Hiobsbotschaft. Bei einigen Tests fanden sie heraus, dass sich PFOA bereits durch die Nahrungsmittelkette bewegt. Der Grad dieser Nachricht wird uns bewusst, wenn wir uns eine Studie des Bundesumweltamtes genauer ansehen, in welcher Eisbären in abgelegenen Polargebieten Blutproben entnommen wurden. Sogar hier wurden Spuren des PFOAs gefunden. Kurze Zeit später beschreibt 3M die chemische Substanz als den heimtückischsten Schadstoff seit PCB. Ein ausführliches Video über den PCB-Stoff findest du auch auf unserem Kanal unter dem Namen Monsanto, in welchem wir uns mit dem Monsanto-Unternehmen und seinen Machenschaften in Zusammenhang mit dem Giftstoff beschäftigen. 3M geht mit ihren Forschungen an die Öffentlichkeit. Selbstverständlich geschah dies nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern eher aus der verzweifelten Idee heraus, sich rechtzeitig aus der Affäre zu ziehen. Der Rechtsstreit von Billett verängstigte 3M und ihnen war bewusst, dass sie mit voller Geschwindigkeit auf die Aufdeckung des Skandals zurasten. Es war also sowohl 3M als auch DuPont seit Jahrzehnten klar, dass sie hochtoxisches Material herstellten und vertrieben und damit die Menschheit und die Umwelt vergifteten. Dabei wäre es so einfach gewesen, wenn 3M den PFOA-Herstellungshahn einfach zugedreht hätte. Doch auch sie wollten das lukrative Geschäft nicht aus der Hand geben. Zurück im Tennant-Fall hatte Billett Ende 2000 alles, was er benötigte, um dich komplett auffliegen zu lassen. Du wiegst dich in Sicherheit, dass der Anwalt aufgegeben hat und verkaufst zufrieden weiter. Doch dieser findet in den von dir zugeschickten Papieren ein Dokument, auf dem ausgeführt wird, dass du 1990 ganze 7100 Tonnen PFOA in eine Mühle geworfen hast, die nahe Tennants Land steht. Außerdem finden die Forscher eine extra hohe Konzentration der giftigen Substanz im Fluss. Du verstehst, dass deinen Opfern nun deine jahrelangen düsteren Machenschaften bewusst werden. Aber Geld verleiht Macht. Und davon hast du mehr als genug. Und so glauben die Leute weiterhin deine Seite der Geschichte. Der dir lästig gewordene Anwalt Billett gibt jedoch nicht auf.
Er führt kurzerhand eine Studie mit 70.000 Menschen durch, in der er $400 für jede abgegebene Blutprobe zahlt. In dieser Studie zeigt die Gefährlichkeit von Teflon ihr wahres Ausmaß. Mindestens 6 verschiedene Krankheiten, einschließlich Krebs und Schilddrüsenversagen, werden durch PFOA hervorgerufen. Nun ermittelt die EPA, die Umweltschutzbehörde der USA, gegen dich. Ein harter Prozess beginnt, in dem du öffentlich mit den Beweisen deiner grausamen Vorgehensweise konfrontiert wirst. 2005 ist der Prozess endlich ausgestanden. $16,5 Millionen werden dir als Strafe für das Verteilen von PFOA und dem Unterschlagen von Beweisen auferlegt. Für dich ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn $16,5 Millionen machen nur 2% deines Jahresgewinns aus. Eine lächerliche Summe für das Leid und den Tod deiner Mitmenschen. Um die Wogen zu glätten, versprichst du der Öffentlichkeit, die kommenden 10 Jahre mit deiner dunklen Vergangenheit aufzuräumen und jede weitere Produktion in Verbindung mit PFOA einzustellen. Doch insgeheim denkst du gar nicht daran, dein lukratives Geschäft aufzugeben. Und so kommt dir schon die nächste düstere Idee. Der Ruf deines Unternehmens DuPont ist komplett geschädigt, das ist dir klar. Aber den Reichtum und Erfolg deiner Karriere wirst du keinesfalls einfach so aufgeben. Also formst du an einem weiteren Einfall. Du nimmst Geld in die Hand, von dem du mehr als genug besitzt, und gründest einfach eine neue Firma mit dem Namen Chemour Discovery Hub. Da PFOA und C8 der Bevölkerung nun ein Begriff sind, die einen bitteren Beigeschmack enthält, entwickelst du eine etwas weniger toxische Form namens Denks. Du hast also nun dieselbe Firma und dieselbe chemische Substanz, nur unter einem anderen Namen. Als Chemour Discovery Hub produzierst du in aller Ruhe weiter und vergiftest die Welt, ohne dass irgendwer versteht, was da eigentlich passiert. 2017 entscheidest du dich dazu, mit einem weiteren Chemiekonzern, bekannt als Dow Chemical, zu fusionieren, um der größte und reichste deiner Art zu werden. Dow Chemical war der größte Produzent von Kunststoffen, synthetischem Kautschuk und Grundchemikalien wie Chlor und Natronlauge. Mehr Informationen zu diesem Chemikalienproduzenten erwünscht? In den 1960er Jahren stellte Dow Chemical Napalm für das US-Militär her, welches unter anderem im Vietnamkrieg eingesetzt wurde. 1984 war die heutige Tochterfirma Union Carbide für den folgenreichsten Industrieunfall der Geschichte verantwortlich. Damals starben beim sogenannten Bhopal-Unglück 20.000 Menschen. Weitere 150.000 trugen chronische Schäden davon. 2006 deckte man auf, dass auch Dow Chemical seine hochgiftigen Dioxine im Fluss Tittabawassee entsorgte und die Umgebung bereits hochgradig verseucht war. Gleich und gleich gesellt sich gern, und so ist dir die dunkle Vergangenheit deines Fusionspartners egal, solange die Zahlen stimmen. Und das tun sie. Jetzt ist dein Chemiekonzern nämlich mehr als $130 Milliarden wert. Du schluckst einfach die Chemieunternehmen, so wie du es 1997 mit Pioneer gemacht hattest. Pioneer ist ein Agrarunternehmen, welches leidenschaftlich gern mit transgenen Lebensmitteln experimentiert. Als sie 1996 als erster den genetisch veränderten Mais produzierten, hattest du deine Chance gesehen und von 1997 bis 1999 die Aktien des Agrarunternehmens Stück für Stück aufgekauft. Da du jetzt die Fusion mit Dow Chemical erfolgreich abgeschlossen hast, holst du die Pioneer auch mit ins Boot, um endlich einen Fuß in die Lebensmittelbranche setzen zu können. Ein makaberer Schritt, wenn wir uns an deine skandalöse Vergangenheit zurückerinnern. Aber was war eigentlich aus deinem Hersteller 3M geworden? Als Ersthersteller des hochgiftigen PFOAs könnte man denken, das Unternehmen wäre untergetaucht und hätte die Produktion nach all den Jahren und dem schrecklichen Leiden endlich eingestellt, oder? Richtig, zumindest hatten sie dies lautstark angekündigt.
Doch passiert ist leider seither nicht viel, denn sie produzieren weiterhin mit Teflon beschichtetes Material. Vor kurzem wurde auch 3M zu einer 12,5 Milliarden Dollar Strafe verurteilt. Für das Unternehmen dürfte es der erste Schritt einer langen Reise durch Prozesse sein. Warum? Jahrzehntelang hatte auch 3M das Trinkwasser stark verschmutzt, besonders durch Feuerwehrschäume, in welchen das hochgiftige PFAS, eine Nebengruppe der PFOA, enthalten ist. Da die Alkylsubstanzen Wasser, Fett und Schmutz abweisend sind, werden sie als Ewigkeitschemikalie bezeichnet. Diese werden für mittlerweile 55.000 Produkte wie deine Kosmetika, deine Textilien und auch dein Kochgeschirr verwendet. Das bedeutet also, du bist alltäglich und unwissentlich hochgiftigen Stoffen ausgesetzt, die unter anderem Krebs, Schilddrüsenversagen und Organschäden verursachen. Und sie wissen es. 4000 Klagen wurden bisher gegen den Hersteller 3M eingereicht und Prognosen lassen andeuten, dass weitere folgen werden. Der Produzent hat nun ein weiteres Mal ab 2025 die Einstellung der PFOA-Herstellung angekündigt. Dies bleibt abzuwarten und mit Argwohn zu betrachten, da jeder Tag Menschenleben zu kosten scheint. Nun wissen wir also, wie die Vergangenheit aussieht. Doch wie haben sich die beiden Unternehmen eigentlich bis in die heutige Zeit weiterentwickelt? Du denkst, dass Köpfe rollen werden? Richtig, aber auf der falschen Seite. Heute ist 3M zu einem Multitechnologiekonzern herangewachsen, der ganze 55.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 47 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten herstellt. Von Reue und schlechtem Gewissen also keine Spur. Wenden wir uns noch einmal dem Chemiegiganten DuPont zu. Trotz 3.535 Klagen und Entschädigungssummen von 670,7 Millionen Dollar bist du mit deinem Unternehmen bereits in der Lebensmittelbranche tätig. Du stellst die Lebensmittelverpackung her und bietest die Arbeitskleidung für Lebensmittelkonzernarbeiter an. Außerdem hast du 2011 die dänische Danisco übernommen, welche Enzyme und Zusatzstoffe herstellt und dich ganze 5,8 Milliarden Dollar gekostet hat. Der Gewinn, den du jedoch hieraus ziehen wirst, wird dich diese Kaufsumme schnell vergessen lassen. Das weißt du. Und du weißt auch, dass die heutige Generation nach einer Umstellung der Essgewohnheiten sucht. Also gründest du 2020 eine Marke mit dem Namen Danisco Planet, welche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und Milch durch pflanzliche Kreationen ersetzt. Das klingt eigentlich gut, oder? Ist es auch, solange wir verdrängen, dass DuPont Agrarunternehmen wie Pioneer übernommen hat, welche sich auf Pestizide und genmanipuliertes Saatgut spezialisiert haben. Hast du auch den Wunsch, dich fleisch- und fischfrei zu ernähren? Dann solltest du dich auch mit der Kontroversität auseinandersetzen. Denn Fleisch oder Fisch auf pflanzlicher Basis ist geradezu betrügerisch, da diese Produkte hauptsächlich aus Chemie bestehen. Möchtest du mehr über diese aufstrebende und gleichzeitig umstrittene Branche erfahren? Dann lass es uns in deinen Kommentaren wissen. In großen Schriftzügen wirbt DuPont 2023 öffentlich auf ihrer Homepage damit, dass ihnen der Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen sowie die Sicherheit ihrer Arbeitskräfte am Herzen liegt. Sie würden sich seit langem für die Gesundheit ihrer Arbeiter, Vertragspartner und Kunden engagieren und gleichzeitig den Planeten schützen. Das klingt doch schön. Vor allem, weil wir nun wissen, wie sie jahrzehntelang mit Arbeitskräften, Kunden und Umwelt umgegangen sind. Außerdem stellt DuPont Forschungen an, um dem Klimawandel durch erneuerbare Energien entgegenzuwirken. Dafür erhielten sie 9 Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Edison Award. Doch bei all den gutwilligen Worten und Entwicklungsschritten sollten wir nicht vergessen, dass das Geschehene nicht wieder gut zu machen ist, selbst wenn sie es wollten.
Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie konntest du das schaffen? Einen Chemiekonzern, der jahrzehntelang nachweislich Umwelt und Menschen vergiftete, 2020 in die Lebensmittelbranche zu implementieren. Und zwar ohne lauten Aufschrei der Medien, der Politik oder der Bevölkerung. Eine weitere Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie können wir der Vergiftung durch PFOA oder PFOS entkommen? Was sind unsere Alternativen? Um ehrlich zu sein, mussten wir akzeptieren, dass es nahezu unmöglich ist, da diese chemische Substanz in ziemlich allen Bereichen unseres Lebens zu finden ist. Erschwerend kommt hinzu, dass wir alle seit Jahrzehnten damit in Berührung gekommen sind, ohne uns des Ausmaßes oder der Gefährlichkeit überhaupt bewusst zu sein. Also haben wir uns mit Alternativen für das Kochgeschirr ausführlicher beschäftigt, weil wir denken, zuerst dort ansetzen zu müssen, wo wir die giftige Substanz oral zu uns nehmen. Wenn du auf Nummer sicher gehen und giftfrei kochen möchtest, ist Keramik-Kochgeschirr unter Umständen eine Lösung für dich. Eine weitere Alternative wäre Eisengeschirr, welches zwar schwer, aber frei von Teflon ist. Auch Edelstahl-Kochgeschirr steht auf unserer Liste. Es ist teurer als Teflon, aber wenn es um deine Gesundheit geht, zahlst du diesen Preis vielleicht sogar sehr gern. All unsere recherchierten Alternativen besitzen die Vorteile, die wir auch durch Teflon jahrzehntelang genießen durften. Die Vorteile, für die wir alle einen hohen Preis bezahlten, weil wir es gern taten und nicht wussten, in welche düsteren Machenschaften unser geliebtes Kochgeschirr verwickelt war. Wenn du auch weiterhin knallharte Fakten präsentiert bekommen willst, dann lass uns einen Like oder einen Kommentar da. Durch einen Klick gibst du uns die Kraft, auch weiterhin Geschichten und Skandale in der Wirtschaft für dich aufzudecken.